ErzTV Kompakt am Mittwoch. Die Zeichen stehen wieder auf Neuigkeiten aus dem Erzgebirge. Im Zeichen der Sicherheit, Weltentdecker bekommen Warnwesten. Im Zeichen der Hoffnung, Festbesucher bekommen Anregungen. Und im Zeichen der Gegenwart, Leukersdorfer bekommen Multifunktionsplatz. Glück auf! Was würden Sie auf die Frage antworten, was ist für Sie ein Weltentdecker? Christoph Kolumbus vielleicht oder Marco Polo, Edmund Hillary, der Erstbesteiger des Mount Everest? Sind die Weltentdecker der Neuzeit für Sie vielleicht die Raumfahrer, ganz gleich, wer diese ins All geschickt hat? Oder sind die Weltentdecker von heute die, die jedes Jahr in einem anderen Land Urlaub machen? Vorausgesetzt, es ist auch möglich. In Raschau-Markersbach gibt es eine ganze Gruppe von Weltentdeckern. Um wen es sich dabei handelt, erfahren Sie gleich in den Nachrichten. Wir haben Ihnen nämlich einen Besuch abgestattet, aus gutem Grund. Zunächst aber die Meldungen in Kürze. In Leukersdorf ist eine Neugestaltung der Außenanlage am Rathaus zum Multifunktionsplatz geplant. So soll der Platz insgesamt mit Asphalt und Natursteinpflaster befestigt und neu geordnet werden. Vorgesehen sind eine geregelte Zufahrt und markierte Parkflächen. Durch die Befestigung des Oberbaus kann eine wesentliche Verbesserung der Begehbarkeit erreicht werden, die auch älteren und mobilitätseingeschränkten Personen eine aktive Nutzung der Angebote im Rathaus, in der Kirche, auf dem Friedhof oder im weiteren Umfeld ermöglicht. Rund um das Rathaus sollen Fahrradbügel, Pflanzkübel und Sitzbänke angeordnet werden. Im Bereich der Parkplätze soll ein neuer Behindertenparkplatz geschaffen werden. Durch die freie Gestaltung des Platzes wird eine Nutzung für Feste und Veranstaltungen ermöglicht. Landrat Frank Vogel hat jetzt für das Projekt einen Zuwendungsbescheid in Höhe von rund 325.000 Euro erteilt. Der geplante Durchführungszeitraum wird von März 2022 bis Dezember 2022 angegeben. Knapp eine halbe Million Euro Fördermittel stehen für den Umbau und die Erweiterung des Vereins- und Funktionsgebäudes am Sportplatz in Zöblitz zur Verfügung. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes im Erzgebirgskreis hervor. Ein am Sportplatz Zöblitz bestehender Flachbau wurde bisher hauptsächlich als Umkleidemöglichkeit für den Fußballverein genutzt. Die sanitären Anlagen entsprechen längst nicht mehr den Standards und sind durch die langjährige Benutzung verschlissen. Dies und verschiedene bauliche Mängel erforderten eine Sanierung, heißt es. Im Zuge dieses Vorhabens soll der Bestandsbau auch einen Anbau erhalten. Beide Gebäudeteile sollen barrierefrei gestaltet werden. Der geplante Durchführungszeitraum wird von Januar 2022 bis Dezember 2023 angegeben. Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag gegen Mittag in Rittersgrün ereignete. Der 69-jährige Fahrer eines Lkw MAN war auf der Karlsbader Straße in Höhe der Tankstelle in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Durch den Aufprall fiel der Baum um, wurde mitgeschleift und das Fahrzeug kam schließlich an einer Mauer zum Stehen. Der Fahrer wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr schwer verletzt aus dem Fahrzeug gerettet. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 21.000 Euro. Im Rahmen der Klärung zum Unfallhergang werden Zeugen sowie die Ersthelfer gesucht, welche an der Unfallstelle anhielten. Dabei soll es sich um einen Pkw-Fahrer handeln, welcher direkt hinter dem Lkw fuhr, und um einen im Gegenverkehr befindlichen Motorradfahrer. Unter der Telefonnummer 03771 120 werden Hinweise im Polizeirevier Aue entgegengenommen. Die Spritpreise sind aktuell auf Rekordniveau, kommen als Unfallursache aber eher nicht in Frage. Die Baustelle am Annaberger Markt wird länger bestehen bleiben als ursprünglich geplant. Durch Mehraufwand wegen der notwendigen Verwahrung des Altbergbaus
und der Umverlegung von Leitungen verlängert sich die Baustelle bis 16. November. Eigentlich sollten die Arbeiten am 29. Oktober beendet sein. Die Medienverlegung am Markt ist unterdessen weitestgehend abgeschlossen. Nun muss noch der Gehweg vor dem Rathaus verbreitert und die Straßenoberfläche wiederhergestellt werden. Die Fußgängerführung wird dem Baufortschritt stetig angepasst, um die Erreichbarkeit hoch und die Umwege kurz zu halten. Ebenfalls in Annaberg-Buchholz wurden 30 Kameradinnen und Kameraden der Stadtfeuerwehr für treu geleistete Dienstjahre ausgezeichnet. Oberbürgermeister Rolf Schmidt und die Stadtwehrleitung gratulierten herzlich in 5 Jahresschritten zu 10 bis unglaublichen 70 Jahren im Namen der Stadtfeuerwehr. Aufgrund seiner Krankheit konnte der älteste Jubilar seine Ehrung allerdings nicht persönlich entgegennehmen. Oberbürgermeister Rolf Schmidt dankte dabei allen Kameradinnen und Kameraden der Stadtfeuerwehr für 271 Einsätze und bedingungslosen ehrenamtlichen Einsatz zu jeder Tages- und Nachtzeit im Jahr 2020, zusätzlich erschwert durch die Corona-Bedingungen. Der Wettbewerb des Erzgebirgskreises um die schönste Kleingartenanlage ist für 2022 erneut ausgelobt. Das teilte das Landratsamt mit. Die ursprüngliche öffentliche Auslobung des Wettbewerbs erfolgte bereits im Oktober 2019. Durch die Corona-Pandemie und der einhergehenden eingeschränkten Vereinstätigkeit war eine Durchführung 2020 aber nicht möglich. Artenvielfalt, ökologisches Gärtnern und Schaffung von naturnahen Lebensräumen rücken zunehmend in den Fokus unserer Gesellschaft. Der Wettbewerb 2022 steht daher weiter unter dem Motto Kleingärten, ein Frühstücksbuffet für Insekten. Die Bewerbungen können bis zum 15. Juni 2022 bei den jeweiligen territorialen Verbänden oder im Landratsamt Erzgebirgskreis abgegeben werden. Alle Informationen zum Wettbewerb, beispielsweise den Auslobungstext sowie den Bewerbungsbogen, finden Sie auf der Homepage des Erzgebirgskreises unter www.erzgebirgskreis.de. In Liechtenstein hat der wandernde Bauzaun am Dienstag die Alberthöhe am Stadtrand Richtung Mühlsen-St. Niklas erreicht. Die Gaststätte Alberthöhe ist seit 1899 auch bei den Erzgebirgern ein beliebtes Ausflugsziel, nicht nur zum Einkehren. Von Anfang an stand dort auch ein Turm. Allerdings war dieser ursprünglich mit dem Gebäude verbunden. Wer die Rückseite des Hauses aufmerksam anschaut, kann es erahnen. Nimmt man eine alte Postkarte zur Hand, wird das deutlich. Auf der Bauzauntafel befindet sich eine Abbildung. In der DDR-Zeit war in dem Gasthaus ein Kinderferienlager der Post untergebracht. Die Gaststätte hatte nur zeitweilig offen. Das änderte sich nach der Wende. Ein neuer Aussichtsturm wurde gebaut und das Haus renoviert. Wer die Besichtigung des Bauzauns mit einem warmen Tee oder einem Essen verbinden möchte, kann das auch heute noch tun. Der Bauzaun steht dort nämlich bis zum 8. November. Vor 15 Jahren, im Oktober 2006, wurde der Frische Markt in Bad Schlema als erster Bürgerkonsum Sachsens eröffnet. Die Genossenschaft zählt heute über 100 Mitglieder und hat sich laut Stadtverwaltung Aue-Bad Schlema als Kleinod in der Nahversorgung für Einwohner, Ferien- und Kurgäste entwickelt. Zum Angebot gehören vor allem einheimische Produkte wie Frisches vom regionalen Bäcker und Fleischer, Extras wie beispielsweise eine kostenlose Bücherbörse, Bestellmöglichkeiten und ein Freihaus-Lieferservice werden von Kunden gern genutzt. Der kleine Supermarkt in der Marktpassage des Kurortes soll demnächst Gesprächsthema in der ErzTV-Sendung Treffpunkt Kulinarisch sein. Er stattet die Fernsehsendung aktuell auch mit den nötigen Lebensmitteln aus. Die ersten Wochen des neuen Schuljahrs sind geschafft. Egal ob Tagesausflug, Kurztrip oder goldene Urlaubstage, das Erzgebirge bietet auch in den Herbstferien einmalige Erlebnisse für die ganze Familie. Am 22. Oktober wird im Kultur- und Freizeitzentrum Lugau Halloween gefeiert. Beginn ist 16 Uhr. Auf dem Programm stehen Spielrunden mit Marcel Püschmann,
Halloween-Spiele und Maskenbasteln sowie Airbrush-Tattoos und Glitzer-Tattoos. Ab 18 Uhr brennt auf der Freifläche ein Lagerfeuer. 18.30 Uhr beginnt ein Lampion-Umzug in Begleitung der Oelsnitzer Blasenmusikanten und der Freiwilligen Feuerwehr Lugau. Der Tierpark Chemnitz bietet in der ersten Ferienwoche von Donnerstag bis Sonntag täglich jeweils eine abendliche Führung an. Diese beginnen 17 Uhr. Ein Rundgang dauert 90 Minuten. Eine Anmeldung unter tierpark@stadt-chemnitz.de ist bis zum jeweiligen Vortag 14 Uhr erforderlich. Die Karten können nach bestätigter Anmeldung zu den regulären Öffnungszeiten an der Tierparkkasse erworben werden. Achtung, diese hat nur bis 16 Uhr geöffnet. Es gibt keine Abendkasse. Sprüche aus aller Welt. Bleib im Lande und nähre dich redlich. Aus Deutschland. Berg und Berg kommen nicht zusammen, aber Mensch und Mensch. Aus dem Iran. Bleib im Lande und nähre dich redlich. Ich hatte Sie eingangs der heutigen Sendung gefragt, was für Sie Weltentdecker sind und gleich ein paar Vorschläge mitgeliefert. Dabei habe ich Sie zumindest mit Blick auf den Beitrag in unserer Sendung ein bisschen auf die wahrscheinlich falsche Fährte geführt. Denn man kann auch Kinder als Weltentdecker bezeichnen. Denn Kinder müssen die Welt erst noch erkunden und kennenlernen, gewissermaßen für sich entdecken. Schauen wir mal nach Raschau. Weltentdecker. So heißt eine Kindertagesstätte in Raschau. Damit der Name auch in der dunklen Jahreszeit Programm werden kann, gab es für die jungen Weltentdecker jetzt Warnwesten. Die kamen vom Träger der Einrichtung, der Volkssolidarität. Steffen C. Lemme, Geschäftsführer des Landesverbandes Sachsen der Volkssoli, übergab in Raschau-Markersbach die Warnwesten exemplarisch für 11 Kindertageseinrichtungen und Horte der Volkssolidarität Westerzgebirge. Mit im Gepäck hatte er weitere Materialien zur Verkehrserziehung, wie ein lustiges und dennoch ernstes Wimmelbild mit Verkehrssituationen sowie Arbeits- und Ausmalbilder mit der Maus Froni. Für die Kleinsten ist der Straßenverkehr purer Stress. Meist haben Kinder alles andere im Kopf als Ampeln und Zebrastreifen. Die Volkssolidarität Sachsen hat die Aktion Sicher durch Sachsens Straßenverkehr angestoßen und macht mit Warnwesten wortwörtlich auf insgesamt 2000 ihrer Kita-Kinder in ganz Sachsen aufmerksam. Die Westen werden an die Hortkinder der ersten Klasse ausgegeben und kommen auch bei den regelmäßig stattfindenden Ausflügen der Kindergartengruppe zum Einsatz. In 2 Aktionswochen wird im Herbst gezielt mit verschiedenen Verkehrssicherheitsmaßnahmen an den Kindertageseinrichtungen, Elternbriefen und einer Social-Media-Kampagne auf die Herausforderungen der Kleinsten aufmerksam gemacht und für mehr Sicherheit im Straßenverkehr geworben. Was ziehe ich an, damit man mich gut sehen kann? Dieses alte Lied von Rolf Zurowski sangen die Mädchen und Jungs im Raschauer Rudolf-Habich-Wohngebiet zum Schluss ihrer Verkehrserziehungsaktion. Gelb leuchtet hell, rot sieht man schnell, grau oder braun, das sieht man kaum. Das gilt bei Weltentdeckungen und im Alltag. Was zieh ich an? Was zieh ich an? Damit man mich auch gut sehen kann. Gelb leuchtet hell, rot sieht man schnell, grau oder braun, das sieht man kaum. Man mich sehen kann.
Und jetzt lassen Sie uns gemeinsam Hoffnung schöpfen. Laut Wikipedia ist Hoffnung eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung. In Lößnitz wurde in der vergangenen Woche ein Hoffnungsfest gefeiert. Dan Puttwill hat sich für uns auf das Festgelände begeben und unter die Gäste und Gastgeber gemischt. In Lößnitz hat die Oase, eine Kinder- und Jugendeinrichtung, im Sommer diesen Jahres ihren 25. Geburtstag gefeiert. Betrieben vom Verein Blaues Kreuz in Deutschland ist die Oase in der Nähe der Erzgebirgshalle zu finden. Mitte Oktober stand für ein paar Tage ein Zelt vor dem Gebäude. Das war vom 12. bis 16. des Monats gut besucht. Die christlichen Allianzgemeinden von Lößnitz, Affalta und Alberoda hatten zu einem Hoffnungsfest eingeladen. Wo auch immer ihr jetzt seid, schön, dass ihr euch mit dazugeschaltet habt und ja, schön, dass ihr bei uns seid. Der Leiter des Vorbereitungsteams war Lutz Günther. Schon vor einigen Jahren hatten sich Menschen zusammengefunden, die einfach der Meinung waren, wir möchten gerne Menschen in unserer Stadt und in der Umgebung die Möglichkeit bieten, selber sich ein Bild davon zu machen, was es heißt, mit Jesus zu leben. Selber sich eine Meinung bilden zu können und selber entscheiden zu können, ob das etwas für sie ist. Diese Menschen haben selber gute Erfahrungen damit gemacht und sie wollen das gern, dass andere diese Erfahrung auch machen können. Es ist ein Angebot, das war uns immer wichtig. Es ist keine Veranstaltung, wo jemand sagt, also da musst du unbedingt hin und das musst du unbedingt tun. Aber wir finden, es ist wichtig, sich über eine solche wichtige Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht und ob der fürs Leben wichtig ist oder nicht oder vielleicht sogar hilfreich, dass man sich darüber selber eine Meinung bilden sollte und nicht auf andere hören, die einem das irgendwo erzählen. Wie Lutz Günther weiter erklärt, konnte man sich über viele Gäste freuen, die zugehört haben. Zu den Gästen gesprochen hat an den 5 Veranstaltungsabenden des Hoffnungsfestes in Lößnitz Andreas Riedel. 1993, da fand die erste Pro-Christ-Veranstaltung in Deutschland statt. Und unter dieser Veranstaltungsreihe, da reihen wir uns jetzt ein, 2021, mit dem Hoffnungsfest. Damals 1993, da saß ich dort, wo jetzt das Publikum sitzt. Und auch damals hat ein Redner gesprochen über Hoffnung. Und ich habe damals erkannt, das brauche ich. Hoffnung für mein Leben, die jetzt schon jetzt im Hier und Jetzt trägt, aber dann eben auch, wenn ich einmal sterbe und dann in die Ewigkeit gehe. Und diese Hoffnung, die brauchen Menschen auch heute. So waren die Organisatoren des Hoffnungsfestes in Lößnitz angetreten, Hoffnung zu geben. Jeder Abend befasste sich dabei mit einem anderen Thema. Dabei berichteten auf der Bühne Frauen und Männer von ihren Erfahrungen. Menschen im Leben weiterzuhelfen. Und habe eine Ausbildung gemacht, biblisch-therapeutische Seelsorge. Das war mein Plan. Ich wollte Menschen im Leben helfen. Und dann wurde ich gefragt, ambulanter Hospizdienst, Sterben, Tod. Also es war nicht mein Plan. Für die musikalische Begleitung sorgte im beheizten Festzelt Michael Wendler alias Mikwin. Und wer wollte, konnte nach den Reden mit den Veranstaltern und anderen Besuchern ins Gespräch kommen. Kolumbus, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, Alexander von Humboldt, James Cook, Marco Polo oder Roald Amundsen. Sie alle sind uns bekannte Weltentdecker. Wir haben heute junge Weltentdecker in Raschau kennengelernt. Und schon morgen geht unsere Entdeckungstour weiter. Natürlich im Erzgebirge. Unter anderem werden Sie da auf einen Esel treffen. Und gemeint bin nicht ich, auch wenn ich Sie wieder durch die Sendung führen werde. Der Schimmel ist und bleibt im Tierreich eben ein Pferd. Bis morgen. Glück auf.